Aber ich glaube, bei solchen Sachen werden dann auf einmal Dinge zutage gefördert, die haben dann die Beschenkten oder die Besungenen bis dahin selber von sich nicht gewusst. Das kann auch was ins Rollen bringen. Ja, ja, also das, also am schlimmsten muss ich sagen, ich habe ein Programm, das heißt, ein bisschen Sex muss sein. Und zu dem Thema lasse ich im letzten Teil mir Worte zurufen lassen. Also ich weiß nicht, was man sagt, also Unterwäsche oder Reizwäsche oder Beate Use-Shop oder so oder was oder Liebestöter, also ich kriege so 10, 12 Programme, Begriffe. Und ich habe dann meistens Live-Musikanten dabei, entweder ein Trio oder einen Pianisten oder einen Gitarrist. Und der fängt an, einen schönen Blues zu spielen. Und ich singe auf den Blues mit diesen 12, 13 Worten eine Geschichte. Und da wurde es mal schwierig, da war ein Steuerberater. Und ich habe gesagt, die sind ja so teuer, heuer. Aber dann kann man natürlich auch mit seinen Geizen nicht reizen und auf die Weise die Rechnung dezimieren. Und das, man kann ihn ganz einfach verführen. Und die ganzen kicherten und lachten an dem Tisch. Es war eine große Tafel von 12, 14 Leuten. Und der Mann wurde puterrot. Ich dachte, oh Gott, der geht wahrscheinlich fremd. Und es war so. Er sagte anschließend, woher wissen Sie denn das? Ich sage, weiß denn? Ja, dann, woher wissen Sie denn das, dass ich... Eine Freundin habe ich gesagt, jetzt wusste ich nicht. Ich habe einfach mal so losgelegt. Oh, also meine Frau stand dabei. Und dann habe ich aber nochmal die Frau nochmal mir geholt und gesagt, wissen Sie, den Spaß, Leute in Fettnäpfchen zu tapfen zu lassen, die gar nicht vorhanden sind, den mache ich mir öfter. Also seien Sie mal ganz ruhig, Ihr Mann. Ist der treueste Unterhörter, ja, sowas. Aber das kann natürlich mal passieren. Ne? Also solche spontanen Sachen passieren dann auch, ja. Dass Sie, wenn Sie, Sie haben, also ich denke mal, bei diesem Kessel Buntes, bei dem Kessel Buntes wird es wahrscheinlich, da ist vieles möglich. Und dann ist immer wahrscheinlich, je nachdem wie der Abend dann verläuft, kommt dann, ich sag mal so, dieses aus dem Stegreif. Ja, und das ist wahrscheinlich eine Sache, aber das ist natürlich der Erfahrungsschatz, den Sie jetzt haben, dass man sagt, das mache ich jetzt aus dem Stegreif. Genau. Sowas in der Art. Ich habe auch, was meine Lieder angeht, ja immer meine kleine Anlage mit und normalerweise kann ich da mal eins wegdrücken oder eins suchen. Das sind die Leute auch nicht böse, wenn man sagt, Moment, Sie haben da, Moment, das habe ich da. Und dann rücke ich mal, was ich gar nicht wollte, rücke ich das mit rein und dann lacht der ganze Saal, weil die eben, weil ich auf ihn zu das mache. Das, ja. Live ist live. Die Leute honorieren das auch. Ja. So eine perfekte Show, wo alles stimmig ist, ist zwar auch schön, bei der Dietrich kann man kaum auf Leute eingehen, aber so bei solchen Geschichten wie Kessel Buntes oder eben ein bisschen Sex muss sein oder bei meinen starken Frauen auch, meinen eigenen Liedern und Texten, da kann ich schon sehr variieren und ausprobieren auch, dass die Leute so lange bis zu sagen, ja, das war schön. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich das so interpretiere oder wenn ich Sie so, wie ich Sie jetzt im Moment empfinde, dann ist an sich der Punkt so, dass Sie schon gerne erstmal so ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, sich akklimatisieren mit den Räumen, mit den Leuten und darauf im Grunde genommen den Abend, ja, Sie lassen den Dingen ihren Lauf. Ich möchte sie haben. Ich ja. möchte die Leute haben. Das ist überhaupt ein Grund gewesen, weshalb ich zum Theater ging, Leute berühren zu wollen, weil ich vom Theater berührt worden bin. Und das war übrigens auch der Grund, weshalb ich das Theater dann verlassen habe. Ich habe 13 Jahre am Staatstheater Dresden gespielt. Und in der Kantine, die Schauspieler zum Teil, die dann sagen, diese Idioten heute Abend wieder, die haben nicht begriffen, Perlen vor die Säue, war furchtbar. Das hat mich so, also, angewidert. Ja? Weil wenn ich wirklich gut bin, egal ob die Rolle groß oder klein ist, erreiche ich, nicht alle, aber ich erreiche Menschen. Und dieses, wir sind die Größten, wir haben ja unsere Bildung und wir wissen alles über Shakespeare und was weiß ich und Schiller und Kleist. Und ich habe dann gesagt, Leute, also das ist ein Grund gewesen. Ich habe meine Programme dann aufgebaut und habe zum Beispiel mein erstes Programm gemacht, in dem ich Bilder, 10 Bilder auf die Bühne stellte, immer wieder wechselte und zu den Bildern, zum Teil auch abstrakte Geschichten, ein Lied erzählte, eine Geschichte erzählte. Also etwas, was gewachsen war aus den Bildern, weil ich die auch sehr mag. Bin ja nicht umsonst dann auch in Dresden gelandet, wo also bildende Kunst hochgeschrieben wird und tolle Maler auch waren und noch sind. Aber ich will immer Menschen berühren. Ja, die Nähe jetzt zu Menschen überhaupt. Ich denke mal, das ist auch eigentlich das Schöne. Man muss Menschen mögen, man muss offen sein für die Menschen, man muss auf sie zugehen wollen. Und das ist eigentlich dann auch der Lohn. Es ist die Kernfrage. Wenn ich nur mein Geld verdienen will, bin ich eigentlich schon am Ende. Weil also mit dem Job Geld kann man sicher verdienen. Also ja, sehr viel mehr, als ich es tue. Aber ich könnte damit nicht glücklich sein, dass Leute sagen, naja, war so lala, ist ja, macht sie ja ganz nett. Ganz nett ist furchtbar für mich. Ganz nett ist für mich schlecht. Die müssen sagen, oh, und es gibt auch manchmal Männer, die zu mir kommen und sagen, wissen Sie, meine Frau hat immer gesagt, sie friert neben mir. Ich habe nie begriffen, was die eigentlich meint. Heute, Sie haben heute was gesagt und gesungen, jetzt weiß ich, was sie meint.
Mehr kann man ja nicht erreichen. Wenn man das erreicht, ist doch wunderbar. Und wenn man die Menschen kennt und sie trotzdem liebt, umso besser. Ja? Aber ich spüre die Leidenschaft für Ihren Beruf nach wie vor ungebrochen. Absolut. Und ich hoffe, wir werden noch ganz, ganz viel von Ihnen hören und sehen. Ich werde das verfolgen. Und dann sind wir auch wieder da. Im Sauerland. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also ich wünsche Ihren Hörern, Ihren Zuschauern, dass hier auch viel los ist und dass Sie auch mal den Krimmelblick kommen. Denn ich kannte ihn nicht und muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, weil ich ja viel in Hotels mich rumtreibe, bin ganz positiv überrascht, weil das wird einfach mit Liebe geführt. Also das sind wir auch. Wir waren auch überrascht. Das sind nicht alle Hotels. Und diese Liebe überträgt sich auf die Leute, die da sind. Und wenn eben jemand sagt, ich habe Magenbeschwerden und Sie haben auf der Frühstückskarte gar nicht so richtig was für mich, dann sagen die, Moment, was brauchen Sie in Gassenbrei? Kochen wir. Möchte ich mal wissen, wo das noch passiert. Also mich betrifft es nicht. Ich habe das nur gehört von einer Gästin, die sagte, super hier. Dann sind Sie ja hier allerbestens aufgehoben und wir haben auch den allerbesten Eindruck schon gewonnen im Vorfeld. Und ich wünsche Ihnen für heute Abend alles Gute und wir sind weiterhin Gast und werden uns das natürlich nicht entgehen lassen. Vielen Dank. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten, und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Leben mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, will mich nicht begnügen. Ich will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Sollen noch ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Thank you.